So, da wären wir wieder. Da ist der See, wo wir wohl zurück könnten. Den Stein hatten wir hier gelassen. So, was sagt die Karte? Die Karte sagt gar nichts. Na gut. Ox, okay. Also ist die dunkle Armee hier auch schon mal angekommen. Was nicht wirklich verwunderlich ist, denn die werden wahrscheinlich Dawn jagen, die hierher geflohen ist. Okay, also in diesen Nischen können auch negative Sachen drin sein, wie zum Beispiel gerade ein Giftbiss für Bakata. Und noch mehr Ochs. Gehen wir wieder zurück zu dem See, dass wir so einen Ausgangspunkt haben. Oh, da war eine unsichtbare Wand. Das gucken wir uns doch mal genauer an. Hier. Also links rum und da durch. Dann ist hier bestimmt irgendwo noch eine. Ja, okay. Sonst wäre das komisch gewesen. Eine unsichtbare Wand, die nirgendwo hinführt. Also da kommen wir her. Da geht's lang. Ah, komisch. Nochmal irgendwo eine unsichtbare Wand. Obwohl, hier scheint es weiter zu gehen. Trotzdem eine komische Ecke. Ah, da ist eine. Okay, gucken wir noch kurz da und da und gehen dann dahin zurück. Obwohl es hier nicht gerade sackgassenartig aussieht, so weitläufig wie das hier ist. Oh, da war ein Dreher. Osten. Osten. Oh. Und neue Gegnertypen, die bei Carter one-hitten. Heilung. Ich sagte Heilung. So, dich frieren wir schon wieder ein One-Hit. Das ist ja übel. Weg. So, nochmal einfrieren. Und er läuft weg. Okay, er kann uns One-Hitten, aber flieht vor uns. Ah, nicht schlecht. Na gut, gucken wir mal ganz kurz hier, ob hier zufällig Sackgassen sind. Nö, nur noch einer von denen. Okay. Also das hier scheint wohl echt nur eine Abkürzung gewesen zu sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier rumgegangen wären, wären wir auch irgendwo hier rausgekommen. Ah, das können wir doch mal testen, denn ich wäre jetzt recht gerne da unten und würde in Ruhe schlafen. Und nicht gegen diese komischen Widder-Leute hier kämpfen. Geld. Geld ist immer gut. Genau dich meine ich mit komische Widder-Leute. Immer Stromschlag. Ah, der scheint gut Schaden zu machen bei denen. Also die Blutfontäne war jedenfalls größer. So. Der erste von denen ist auch tot. Auch wenn wir jetzt schon zwei oder drei von denen getroffen haben. Alles leer. Oder irgendwo ist ein Dreher und ich mache alle Nester fünf oder viermal. So. Das ist ja auch mal eine geniale unsichtbare Mauer. Wir können hier abkürzen. Super. Na gut, wenn man in eine Ecke gedrängt wird von Gegnern, das wäre echt praktisch, aber was haben wir denn hier? A good day, sir. Have you seen a woman by the name of Dawn? Or was I to know what I'd be telling the likes of ya? We're from Gladstone and have an urgent need to speak with Dawn. With the treachery of Scotia, I'd not trust me own mother without proof 'twas really her. Und wie können wir jetzt beweisen, dass wir aus Gladstone kommen? Lauter Rätselmitteilung. Sprech mir einfach mal an. I'd be watching your fingers, stranger. Keep your hands off me wagon, laddies.
Krummel. Na gut. Get on with thee now and stop your bothering me. Dann merken wir uns erstmal, hier ist Drohöcks Wagen. Na gut. Wir wollen aber gar nicht zu Drohöcks Wagen. Wir wollen eigentlich in die Stadt Eivel. Und uns da mit dem Schmied treffen. Also ja, wir suchen auch Dawn. Aber da wissen wir nicht genau, wo sie ist. Eventuell ist sie in dem Wagen da. Aber erstmal müssen wir uns irgendwie ausweisen können. Vielleicht hat der Schmied da ja eine Idee. Und zwei von denen könnte ein Problem werden. Aber wozu haben wir Heiltränke? Und so trainieren wir auch richtig schön unsere Kriegerlevel. Denn irgendwie kommen die nicht allzu häufig zum Angreifen. Wenn wir nur schnell genug wieder weglaufen. Oh, das war knapp. Ah, da kommt Nummer 3. Und das war's mit Pakata. Oh, wer bist denn du? Spare this poor traveler a few coins. Okay, hier hast du 5 Münzen. Thank you, sir. You are very kind. I'm glad to be of service. Es scheint wohl ein einfacher Bettler zu sein. Na gut. Heiltrank. Stirb. So, langsam dürften die doch ausgehen, oder? So viele wir von denen schon wieder umgebracht haben. Hier ist nix. Da ist nix. Dann könnten wir ja versuchen, hier zu schlafen. Weil falls von da einer kommt, können wir einfach runterfliegen. Und falls von hier einer kommt, verkriechen wir uns hier zum Wagen hin. Der Weg dürfte lang genug sein, um die abzuhängen. Also gut. Schlafen. Ah, so viel dazu. Lauf. Und gleich in die falsche Richtung. Lauf. So. Da wurden wir überfallen. Jetzt sind wir hier. Das dürfte Zeit genug sein, um ein bisschen zu schlafen. Oder auch nicht. Was ist das denn für ein... anhänglicher... Oh. Ein sehr anhänglicher Geselle. Wo kommst du jetzt her? Ah, verschwenden wir ein bisschen Ressourcen. Oh, die Blätter bringen ja fast gar nichts, okay? Die sind dann nur dazu da, um wieder zu beleben. Ah, Kampfkraft hat sich verbessert. Sehr schön. Aber eigentlich würde ich trotzdem ganz gerne jetzt mal schlafen. Können wir jetzt bitte ausruhen? Ah, schon mal ein guter Anfang. Aber Axel scheint viel zu viel Mana zu haben. Also, okay, es ist nicht wirklich ein Problem für mich, dass er viel Mana hat. Außer, dass das Schlafen halt länger dauert. So, jetzt gehen wir wieder zurück und gucken mal da lang. Denn eigentlich dürfte man so eine große Stadt wie Eivel nicht übersehen können. Aber na gut. Genau, hier müssen wir lang. Beziehungsweise hier waren wir noch nicht. Ob wir hier lang müssen, ist eine ganz andere Frage. Hey, 3 Silbermünzen. Ja, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich unbedingt zuallererst in die Stadt möchte. Ich will den ganzen Ramsch loswerden. Also die ganzen Waffen, die nicht mal annähernd so gut sind wie die, die wir jetzt tragen, die Lederwamst, Helm und so weiter. Dann mal gucken, was wir alles Schickes kaufen können. So, oh, wir haben keinen Dieb mehr. Das ist wiederum ein Problem.
Ah, das ging auch so. Was haben wir denn da? Ein Cane Lederwamst. Was macht denn ein Cane Lederwamst? 40 Schutz, 45 Schutz. Ah, ist doch schick. Eine Blitzschlag-Schriftrolle. Na gut. Den probieren wir gleich einmal den Widderleuten aus. Einfach links an der Wand lang, bis wir da rauskommen. Na, das ist nicht schwer. Aber ja, mit dem Wagen, wie wir uns da ausweisen könnten. Also mit dem Rubin der Wahrheit wäre es ja kein Problem. Da tragen wir einfach den Rubin, sagen, wir kommen aus Gladstone, wir suchen Dorn. Und haben nur gute Absichten, dann würde er uns vertrauen. Aber mit dem Amulett kann man ja nur die Wahrheit sagen. Aber wo kriegen wir jetzt den Rubin der Wahrheit her? Der wurde ja von der dunklen Armee gestohlen. So, Heilung. Ich sagte links an der Wand lang, richtig. Also gehen wir mal links an der Wand lang weiter. Oh, und ich wollte den Blitzschlag eigentlich ausprobieren. An dir. Sieht schon mal sehr spektakulär aus. Und das war nur die dritte Stufe. Meistens haben die Zauber auf der vierten Stufe noch extra Special-Effekte. Also nicht nur grafisch, sondern auch vom Gameplay her. Zum Beispiel das Einfrieren macht einen richtigen Eisblock, wenn man es auf der höchsten Stufe spricht. So, aber... Naja, hier geht es anscheinend weiter. Nur unsere Lebenspunkte sehen nicht besonders gut aus. Heilung. Und schlafen wir einfach mal. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir werden angegriffen. Dann bringen wir den halt kurz um und kriegen dafür Erfahrungspunkte. Also wirklich schlimm ist es auch nicht, gestört zu werden. Außer wir werden von dem ganzen Trupp gestört. Oh, Wurfstern Polaris. Stimmt ja, wir wollten eigentlich sobald wir auf Kämpfer Level 3 sind, auf Gauner umsteigen. Gucken wir mal, wie viel... Oh, Stärke 3. Das ist ja übel. Was hat die Armbrust? Da ist die Armbrust. Und auch 3. Ha. Na gut. Schlecht oder schlecht? Ich entscheide mich mal für schlecht. Ich denke mal, mit den Wurfsternen wird man schneller angreifen können. Aber das ist ja ganz schön ernüchternd, was Schaden angeht. Und schnell ist auch was anderes. Wie schnell steigt es? Oh, geht. Oh, da werden wir eine ganze Weile trainieren müssen. Da können wir bei Carter auch gleich mal eine Armbrust in die Hand drücken. Das dürfte gleich viel mehr Schaden machen. Vor allem weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. In der einen Hand eine Armbrust, in der anderen Hand eine Nahkampfwaffe. Ob jetzt beide Attacken als Nahkampf oder als Fernkampf zählen? Schon komisch. Ich verklick mich hier die ganze Zeit. Bei ihm steigt es aber sehr langsam. Oh, nee, gar nicht mal. Ha, anscheinend ist es echt so, dass wenn man mit einem Angriff den letzten Schlag durchführt, dass man dann für die Art von Angriff mehr Erfahrungspunkte bekommt. Also jetzt der letzte Schlag mit einem Blitzangriff erhöht dann die Magiepunkte hier recht hoch. Oder mit einer Fernkampfwaffe halt Counter-Level. Weil eben vor dem letzten Angriff war er noch hier bei dem Fitzelchen. Hat er gleich so einen riesigen Sprung gemacht, weil es halt der letzte Schlag war. Würde jedenfalls Sinn machen. So, da ist leer. Wo sind wir überhaupt? Da geht's noch weiter. Aber was haben wir hier? Ein Berg. Bergwerke. Oh, Öl, das ist schon mal praktisch. This pot must gather moisture from above. Aber wir wollen nicht in die Irbisch meinen. Nicht wirklich, also nicht noch, nicht jetzt schon. Wir wissen ja, dass einer der vier Schlüsselmeister, also die diese kleinen Pyramiden haben, die den Sarg von King Richard beschützen, einer von den vier ist in die Urbischminen gegangen. Dieser Draufgänger-Typ. Das heißt, da müssten wir eigentlich auch noch rein. Aber wichtige Dinge zuerst. Das Wichtigste ist Silber. Also müssen wir nach Eivel.
Ching, ching. Komm, es wäre echt schick, wenn Axel mal den letzten Schlag jetzt machen würde. Ching, ching. Er trifft nicht mal ordentlich. Ah, doch, da war mal eine Blutanimation. Er scheint auch ein bisschen verwirrt davon zu sein, was hier los ist. Er läuft immer nur hin und her. Oh, da war ein letzter Treffer. Schön, schön. Aber genug rumgespielt. Gucken wir mal noch kurz auf die Karte. Okay, da müssen wir noch rum, da noch. Da wird wohl eine Sackgasse sein. Hier auch eine Sackgasse und da auch. Aber die können wir auch noch alle abklappern mit der Zeit. Wo auch immer jetzt Eibel sein soll. Aber gut, speichern wir erstmal ab. Speichern. LP 09. Und wir sehen uns gleich wieder.